Also als dritten Punkt habe ich dann noch die verminderte Diskriminationsfähigkeit angedacht, wo ich sage, darunter verstehe ich die Fähigkeit, zwischen Reizeindrücke Unterschiede wahrzunehmen im ausreichenden Ausmaß. Das heißt, Wichtiges und Unwichtiges nicht gleich apparatisch sagen, zu beurteilen, sondern zu wissen, wenn etwas geschieht, wie das einzuordnen ist. Ich möchte da noch einmal auf einen bekannten Vorfall darauf zurückgehen von George Bush, als der erfuhr, dass diese Attentate stattgefunden haben. Halle, hat man ihn beobachten können durch die Massenmedien, wie er ganz starr und eigentlich apathisch, teilnahmslos reagiert hatte. Das heißt, das war ein Mangel, also man kann ja das nicht zuschreiben, dass er das absichtlich gemacht hat, aber es war ein Mangel an Diskriminationsfähigkeit. Das heißt, in diesem Moment sofort zu reagieren, ist das wesentlich oder ist das ein Standardvorfall, wie sonst auch vorkommt. Und zudem möchte ich heute noch einmal zurückgehen auf den gestrigen Beitrag, wo ich von dieser Blüte gesprochen habe, wo schmetterlingsartig immer wieder die Blüte, der Kern, das Wesentliche, der Stein der Weise angeflogen wird und dadurch die Konzentration in eine günstige Dynamik übergeführt werden kann. So gibt es in der Katalepsis, bei der Trance, also in der Hypnose, bei der Starrung des Arms auch eine ähnliche Symptomatik, wodurch die ambigue Berührung diese Ruhe eingeleitet werden kann. Das zeige ich dann